Thank you.
Mehr als 10.000 Kilometer von hier entfernt, an den Pazifikküsten von Peru und Nordchile und auf vorgelagerten Inseln, lebt eine Spezies, die seit mehr als 200 Jahren die Menschen in aller Welt begeistert. Bedeutende Wissenschaftler sind immer wieder nach Südamerika gereist, um sie zu beobachten, und von einem der bedeutendsten Entdecker des 19. Jahrhunderts bekamen sie ihren Namen, Humboldt-Pinguine. Alexander von Humboldt soll die possierlichen Tiere während seiner Amerika-Reise 1799 bis 1804 in der Gegend des heutigen Peru beobachtet haben. Heute zählt der Humboldt-Pinguin leider zu den bedrohten Tierarten. In der Folge von Überfischung, dem Raubbau an ihren Brutplätzen und wegen des Rückgangs der Fischbestände leben heute weltweit nur noch weniger als 50.000 Tiere. Ein Humboldt-Pinguin ist 50 bis 60 cm groß, er wiegt durchschnittlich 4 Kilo. Im Bereich um den Schnabel hat er keine Federn und ist bis zu den Augen rosarot gefärbt. Der Kopf und Rücken eines Humboldt-Pinguins ist schwarz, der Bauch weiß mit schwarzen Punkten, anhand derer man die Tiere eindeutig identifizieren kann. Ein Humboldt-Pinguin erhält sein charakteristisches Aussehen durch ein schwarzes Band, das dünn in der Nähe der Füße beginnt und sich von den Flossen an der Seite nach oben bis in die Nähe des Kinns zieht. Dort trifft es auf das von der anderen Seite kommende Band, mit dem zusammen es ein umgekehrtes U ergibt. Seit 2010 leben hier im Spreewaldbad Pinguine. Von anfänglich 7 Tieren konnte der Bestand dank der großartigen Fürsorge durch unsere Tierpfleger beständig vergrößert werden. Diese Humboldt-Pinguine, verehrte Gäste, sind jetzt hungrig und wollen gefüttert werden. Sie sind die Hauptdarsteller der gleich beginnenden Fütterung. Sie stehen schon bereit bzw. schwimmen im Wasser und sie warten auf eine schmackhafte Fischmahlzeit und auf ihre Pfleger. Und hier sind sie, die guten Geister der Spreewelt. Applaus und ein herzliches Willkommen für unsere Tierpfleger. Hallo und herzlich willkommen hier im Spreewaldbad in Lübbenau. Ich begrüße Sie zur Pinguinfütterung. Ich bin Laura, bin einer der drei Tierpflegerinnen hier für die Pinguine. Und ich werde heute helfen, die zu füttern, denn ich muss heute nicht alleine füttern. Heute sind eigentlich wieder ein paar, ein paar Gäste angemeldet zur Pinguinfütterung. Sehr schön, dass ihr da seid, dann brauche ich das Ganze hier nicht alleine machen. Ich hole euch gleich auf die Anlage und dann zeige ich euch, wie wir die Pinguine füttern. Die haben schon ordentlich Hunger, deswegen stehen sie hier nämlich alle rum. Heute gibt es für die Pinguine Sporten, Hering und Stinte. Und wie es gleich weitergeht, erfahren sie gleich. Pinguine leben im Wasser. Dafür haben sie sich im Verlauf der Evolution perfekt angepasst. Sie ernähren sich hauptsächlich von verschiedenen Hochseeschwarmfischen, die ihnen in ihrer Heimat der kalte Humboldt-Strom entlang der Küste von Chile und Peru mit sich bringt. Auch Tintenfische stehen auf dem Speiseplan. Normalerweise jagen Pinguine wenige Meter unter der Wasseroberfläche in Gruppen. Dabei schwimmen sie äußerst elegant und sind bis zu 25 Stundenkilometer schnell. Obwohl ein Pinguin in der Regel nur einige Meter tief im Wasser schwimmt, kann er bis zu 100 Meter tief tauchen.
Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß bei der Fütterung. Thank you.